Gartenrundgang Juli, Teil Nummer 2. Jetzt schauen wir mal in den Folientunnel. Herzlich willkommen zum neuen Video von Felix Hobbygarten und herzlich willkommen zum Gartenrundgang Juli Nummer 2. Heute ist wie gesagt der Folientunnel dran. Hier haben wir hauptsächlich unsere Paprikas, Chilis, Gurken und Tomaten drin. Sehr viele verschiedene Sorten. Und da möchte ich euch heute einfach mal zeigen, wie weit die Paprikas, Chilis, Tomaten und Gurken sind, welche Sorten in diesem Jahr besonders gut gewachsen sind, welche ich euch da empfehlen kann und wie mein Garten hier einfach so aussieht, das seht ihr in diesem Video. Im nächsten Teil, im dritten Teil vom Gartenrundgang Juli, da schauen wir dann noch auf die Beete, also auf jeden Fall mal den Abonnenten-Button drücken, denn dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von mir, von Felix Hobbygarten. Jetzt geht's los, wir schauen in Folientunnel, viel Spaß beim Video. Ja, rechts von mir, da seht ihr unser Wasserfass und das brauchen wir in dieser Saison wirklich sehr, sehr oft. Denn wir hatten das vorher noch nicht, den Folientunnel und auch das Glasgewächshaus haben wir in diesem Jahr das erste Mal. Ja, wir haben ein bisschen unterschätzt, dass man in so einem Folientunnel jeden Tag fast gießen muss, denn es ist ordentlich warm da drin und es kommt keinerlei Feuchtigkeit rein, also nicht ein Wassertropfen. Das haben wir ein bisschen unterschätzt, aber wir haben das mit unserem Wasserfass hier rechts ganz gut im Griff. Das Wasser aus dem Gartenschlauch, das ist sehr kalt, weil das aus einem sehr tiefen Brunnen hier kommt und deswegen heizen wir das erste Mal hier in unserem Wasserfass auf. Da bleibt es dann einige Zeit drin, er wärmt sich so ein bisschen durch die Sonne und hat dann eine normale Temperatur und dann kommt das hier bei uns an die Pflanzen. Jetzt schauen wir aber mal in den Folientunnel rein und schauen, wie die Pflanzen so mit dem Wasser gewachsen sind. Kommen wir erstmal zum Grundprinzip bei den Tomaten und zwar anbinden. Die Tomaten werden hier sehr schnell sehr groß und da müssen wir uns schnell die Frage stellen, wie binden wir die Tomaten an? Wir haben ja einmal über die komplette Länge von 9 Metern ein Seil gespannt. Das ist dieses Jute-Garn, gibt es bei Sascha von SelfBio im Shop. Da haben wir uns das geholt. Das ist das gleiche Garn, das Jute-Garn, was auch an den Tomatenhaken dran ist. Damit arbeiten wir sehr viel. Wir haben eine Rolle gekauft, die kostet keine 10 Euro und damit können wir komplett unsere über 100 Tomaten hier anbinden. Für 10 Euro, das ist echt nicht viel. Wenn man mal berechnet, dass man für einen Tomatenspiralstab schon 1,99 zahlt, wären wir da schon weit über 200 Euro bei den 100 Tomaten. Wir können die hier aber ganz günstig anbinden mit einfach Jutegarn für 10 Euro, kann ich euch auch nur empfehlen. Denn die zweite Möglichkeit, die wir hier hinten nutzen, vielleicht seht ihr das auf der Kamera auch, wir nutzen ganz einfach Holzstäbe. Die haben wir im Garten immer ganz viel, weil wir hier viele Haselnusssträucher haben. Die können wir dann immer im Sommer beschneiden und so haben wir für die nächste Saison schon Hölzer. Die kann man natürlich auch öfter benutzen. Tomatenspiralstäbe, da ist immer das Problem, dass die eine Länge von 1,80 Meter haben. Das wäre für die hintere Reihe vom Folientunnel schon gar nicht so gut, weil die Folie sich darunter senkt und wir wollen natürlich keine Löcher in der Folie haben. Deswegen haben wir uns für diese ganz einfache, nachhaltige Methode entschieden. Die Haselnusssträucher, die werden immer zurückgeschnitten. Da sichern wir uns dann immer schnell die Gehölzer hier, um die im Garten zu nutzen. Die sind sehr vielseitig einsetzbar. Wir machen die auch ein bisschen kleiner und nutzen die bei den Paprikas. Das zeige ich euch gleich mal. Aber so sparen wir uns einfach dort an dieser Stelle schon mal sehr viel Geld und nutzen dann nicht diese Tomatenspiralstäbe, sondern ja ein paar Tomatenhaken und hauptsächlich aber dieses Jutegarn mit irgendwelchen Holzstäben im Garten. Ganz gut kann man da übrigens auch Bambus zu nehmen, hat mir mal einer in die Kommentare geschrieben. Er hat Bambus, schneidet den jedes Jahr zurück und nutzt den dann, um die Tomaten zu befestigen. Auch eine sehr coole Methode. Ich gehe auf jeden Fall mal weiter. Hier im Folientunnel, da ist es sehr, sehr warm. Wir haben, glaube ich, bestimmt 40 Grad jetzt gerade drin. Wir haben die Türen seit Anfang Mai nicht einmal mehr zugehabt, denn ansonsten wird das hier zu warm drin. So ist immer ein bisschen Durchzug und das ist besonders wichtig, denn oft kommt die Frage, wieso haben meine Tomaten im Gewächshaus oder im Folientunnel denn Kraut- und Bräunfäule? Da kommt doch nicht mal Regen von unten. Dazu müsst ihr wissen, dass Kraut- und Bräunfäule nicht unbedingt durch den Regen von oben entsteht, sondern immer im Zusammenhang mit kühlen und nassen Tagen. Hier im Folientunnel ist es so, dass wenn die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, ich sag mal, beide Türen sind zu, ihr habt gegossen, macht dann die Türen zu und hier drinnen steht so ein richtig nasses Klima, dann ist es für die Tomaten genauso schädlich und auch dann kann sich an den Blättern diese Kraut- und Braunfäule bilden und das wollen wir einfach vermeiden, deswegen haben wir auch hier immer den ganzen Sommer eigentlich die Türen offen. Auch wenn es mal kühlere Tage sind, das ist kein Problem. An den warmen Tagen, da merken die Tomaten das echt und die sind jetzt hier schon 2 Meter hoch, wir haben hier schon massig Tomaten dran. Ich zeige euch es mal in der Nahaufnahme. Und so sind wir eigentlich immer ganz gut hier durch die Saison gekommen.
Ja, auf der anderen Seite haben wir hier die Paprikas. Das sind sehr viele verschiedene. Wir haben 40 Paprikas, 20 Chilis und da vorne ist noch eine Gurke. Die Gurke haben wir da an dieser Querstrebe hochranken lassen. Die wird da am Ende aus dem Folientunnel rausranken. Da sind schon einige Gurken dran. Ich zeige euch das mal in der Aufnahme. Ich sehe schon eine sehr, sehr große. Hier haben wir viele verschiedene Paprikasorten. Und wie wir die beschriftet haben, das zeige ich euch auch in der Nahaufnahme. Wir haben Sortennummern, weil es zu aufwendig wäre, für jede Sorte den eigenen Namen auf den Holzstab zu schreiben. Haben wir einfach hier unser Kaminholz ein wenig klein gespalten und dann mit dem Edding das Ganze markiert. Hier drin ist es sehr trocken. Das Holz können wir am Ende der Saison trotzdem noch wegschmeißen. Wir haben aber eine super günstige Pflanzenbeschriftung für nur wenige Euro, quasi für den Edding. Und ansonsten haben wir die Pflanzenbeschriftung hier komplett kostenlos drin. Wir haben auch hinten an der silbernen Tür vom Foliengewächshaus die Sortennamen zu den passenden Nummern dazu geschrieben. Das zeige ich euch gleich mal, wie das aussieht. Ja, die besten Sorten fürs Gewächshaus kann ich euch gar nicht sagen. Wir fahren aber immer sehr gut mit der Paprika Roter Augsburger. Das ist die Paprika, die am schnellsten die Früchte hat, die dann auch am schnellsten abreifen und wo man sehr viel von ernten kann. Hier, das meinte ich auf jeden Fall mit der Pflanzenbeschriftung. Da steht zum Beispiel, die Nummer 13 ist die Sweet Chocolate, die Paprika. Die Nummer 7 ist die Jalapeno Ruben. Und wenn wir dann mal hier schauen, dort unten auf dem Holzstab steht, die 7 ist in der Mitte. Dort sehen wir dann, dass diese Pflanze die Jalapeno Ruben ist. Ja, und damit ich nicht nur hier einfach nur rumstehe und euch was zu den Pflanzen erzähle, zeige ich euch jetzt mal, wie viele Tomaten und Paprika schon da dran sind. Ich lasse euch jetzt mal einen kleinen Clip, 1-2 Minuten laufen mit den ganzen Früchten, die hier dran sind, schreibe euch immer die Sortennummer dazu und dann sehen wir uns noch einmal hier im Folientunnel wieder. Wahnsinn, was man alles so in einem Folientunnel ernten kann, oder? Wir haben den Folientunnel in der ersten Saison und wir sind wirklich sprachlos, wie gut die Pflanzen hier drin wachsen. Gerade da wir immer mal wieder am Anfang im Mai auch noch sehr lange kalte, nasse Tage haben, haben wir das in diesem Jahr besonders gemerkt, wie sinnvoll so ein Folientunnel ist. Das soll jetzt keine Werbung für Folientunnel sein, aber wir würden uns immer wieder einen Folientunnel holen, denn einfach diese Vorteile hier drin mit dem Jungpflanzen anziehen alleine schon da. Ziehen wir immer sehr, sehr viele vor für den Jungpflanzenverkauf hier beim Tierheim. Dort konnten wir die ganzen Pflanzen, die waren nicht mehr im Keller unter Kunstlicht großziehen. Deswegen haben wir hier dieses Klima schon, um ab Anfang April dann auch schon hier Jungpflanzen vorzuziehen. Und das soll soweit dann auch gewesen sein hier vom Folientunnel, Teil 2 vom Gartenrundgang. Teil Nummer 3 drehen wir jetzt noch draußen bei den Gemüsebeeten. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Mit einem Abo seid ihr auf jeden Fall informiert, wenn ein neues Video online kommt. Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Alles Gute, bis dahin und ciao.